I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of being complete. I said the word. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Worts, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen? Ein Mädchen. Wir haben eine Tochter, Catherine. Ein wunderschönes, gesundes Mädchen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Eine Tochter. Unsere wunderschöne Tochter. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, Süße. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin dein Papa, Süße. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten.
Was hältst du davon? Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, wunderschön. Genau wie ihr Papa. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Du bist einfach... James! Catherine! Etwas... Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen! Das Baby muss hier raus! Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Einen Moment, Catherine. Nur noch du und ich. Okay. Du. Wir brauchen einen Arzt, keinen Fallgeist. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen, das tut mir gut. Etwas Dekoration und ein paar Spielzeugen wird das ein Zuhause. Komm hierher, Süße. Komm schon. Komm zu Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Süße. Ich bin gleich zurück. Baby. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Baby. Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und Rätsel überlegen. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag! Kaum zu glauben, sie wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junge Dame. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast ein Pip-Boy. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate! Na super, ich hätte nicht gesagt, dass du auf Jungs stehst. Besonders Freddy der Freak. Urk. Vielleicht sollte ich das jemand anderem geben. Jemandem, der Grognack der Barbar mehr mag als Freddy Gomez. Die Frage ist, wie erkennt man den Unterschied? Ich wäre auch gerne 10. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich gehe dann mal besser zurück, weißt du? Was? Sie ist jetzt deine beste Freundin? Hey, Wally! Ich glaube, Paul hat sich verliebt. Ja, Paul. Warum stellst du uns nicht deine neue beste Freundin vor? Ich mag sie, Trottelgesicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trottelgesicht. Andy! Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach, du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Papperlapapp, welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Warte! Oh nein. Ich bin bestürzt über das Kuchenunglück. Extrem bestürzt. Und? Mach's. Hör zu. Wenn du fertig bist, ein guter Gastgeber zu sein, dann lass mich dir mal was zeigen. Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Mrs. Palmer hat gesagt, dass ich nicht teilen muss. Wer redet denn von Teilen, Penner? Ich will alles. Gibst du mir jetzt das Süßgebäck? Oder soll ich dir ein Faust-Sandwich geben? Ach ja? Wir werden ja sehen. Ich weiß, es war nur Spaß.
Aber ich bin mir nicht halt sicher, still, ob die anderen auch wissen. Und? Die Leute mögen meine kleinen Ansprachen. Butch, was machst du da? Meine Güte, du schlägst ein Mädchen an ihrem Geburtstag. Wie kann ich Ihnen dienen? Das hier soll eine Party sein. Spaß, verstehst du? Solltest du auch mal versuchen, Papa. Vielleicht gefällt's dir ja. Komm schon, Molly. Du hast doch immer alles Gute zum Geburtstag. In die Wege. Ja. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Fräulein? Passt er und alles? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Liebling, jetzt wie läuft's, Liebling? Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fass es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch! Genau, genau das habe ich mir gedacht. Die Macker. Ob wir sie wohl überrascht cool, haben? Da bin ich sicher, Amata. Hätte ich auch nie gedacht. Du oder ich? Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hey, danke, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasenbluten. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Beachte Spaß. Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Dieser Kleine, ich dachte mir schon, dass er angefangen hat. Seit seiner Geburt hat er nichts als Ärger gemacht. Ich kümmere mich darum und gehe ihm aus dem Weg. Und Andy haben letzte Nacht alles repariert, so gut wie neu. Ich mach mir keine Sorgen. Sie können... Alles okay? Macht dir Butch wieder das Leben schwer? Freut mich, das zu hören. Wenn du dich einmal von einem Rüpel herumschubsen lässt, wird es immer so weitergehen. Und jetzt komm. Ich wette, da haben noch andere Leute Geschenke für dich. Alles repariert. Jonas? Aber schön, dass ihr es geschafft habt. In Ordnung, Butch. Danke. Wie schick mit sie gleich runter. Ratten? Oder sind Ratten gefällt? Nicht Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Ich habe was anderes gehört. Aber vielleicht ist sie ein gutes Beispiel für dich. Du hast immer noch genug Zeit, um etwas aus dir zu machen. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Party, Mrs. Hör auf! Das hatten wir doch schon, Butch. Deine Mutter wird von diesem kleinen Vorfall erfahren. Sie sind wunderschön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Mein Fehler? Das hast du wirklich. Ich werde deine Rüpelei nicht mehr dulden. Gut. Hey, wie wär's mit meinem Wort? Für den Augenblick, aber denk dran, dass ich dich im Auge behalte. Hey, was machst du hier unten, Mädel? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Das bist du mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Bereit für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür.
Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Ich hoffe, du amüsierst dich. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Luftgewehr kriegen kannst? Einfach zielen und schießen. Gute Arbeit. Eine Rat-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Lächeln! Sehen verschieden aus. Richtig? Ich bin die Tüfte des Aufstehens. Das stimmt nicht. Ich bekomme noch keine Sagen Sie mal, sind Sie wirklich so? 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du eine aufgeweckte, gesunde 16-Jährige. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Der generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es. Du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben.
Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Mach's gut, mein Schatz. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Guten Morgen. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen! Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Emma. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. Wie läuft's? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Hau ab! Ich bin Sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen sagen wird? Ich würde es einfach gern im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Frage 4. Glückwunsch! Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comicbands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Frage 9.
Sie entscheiden, es wäre lustig, ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Hau ab! Alles fertig? Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Sie unterrichten. Ich bin fertig. Ah, Butch. Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Erlauben Sie mir diesen Moment auszukosten. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Wirklich? Interessant. Sie haben mich überrascht, Butch. Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben. Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur Müll. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin fertig, Mr. Broch. Glaube ich jedenfalls. Oh, Moment bitte. Kann ich noch mal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern. Beruhigen Sie sich, Paul. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben. Dann schauen wir mal. Aha, wie ich mir gedacht habe. Techniker, Glückwunsch, Mr. Hannon. Sie haben den GOAT bestanden. Oh Mann! Das ist echt nicht schlecht. Techniker, astrein. Hallo. Sieht aus, als ob der Imbiss einen neuen Frittierkoch bekommt. Ich sag nur eins. Sachte mit dem Senf und extra Gewürzgurken. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist. Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden Ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden. Kann es kaum erwarten zu hören, ob wir sehen, in der Arbeit ist alles möglich. Sogar ein Arthur möchte es jetzt nicht hier, um dich zu retten. Also, was machst du jetzt? Die größte schon aufmüpfig. Sieh mal genau wie dein Vater. Wachen. Du solltest diese Dinge aufwachen. Wissen. Ich werde nicht ewig da sein, um deine Hand zu halten. Na los, du musst endlich aufwachen. Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater? Er ist ziemlich ausgerastet.
Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. Ja, es ist ein Glück, dass ich Ihnen zuvor gekommen bin. Aber wir können hier nicht rumstehen und reden. Wir müssen schleunigst weg von hier. Es tut mir leid, aber ich glaube, du musst deinem Papa folgen. Du musst die Wort verlassen. Hör mal, ist sicher nicht meine Angelegenheit. Aber hat dir dein Vater nicht erzählt, dass er gehen würde? Oh, das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Ich werde dich an der Vault-Tür treffen, wenn ich kann. Sie. Bleiben Sie sofort gehen. Hiermit aufgefordert, sich in ihre Quartiere zurückzuziehen. Sie müssen mir helfen! Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen! Nein, ich kann da nicht nochmal reingehen. Es ist so dunkel da drin. Auch gibt's da Red-Kakerlaken. Puh, danke! Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du bist der Beste. Wir haben es geschafft! Meiner Mutter wird nichts passieren! Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann! Hey, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon! Thank you.
Bewohner der Ward 101 werden hiermit aufgefordert, sich in ihre Quartiere zurückzuziehen. Warten Sie, junge Frau. Ich will nur kurz mit Ihnen reden. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der Sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich Sie nie gesehen. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Geht das schon wieder los? Kommen die bloß immer wieder her! Das war noch nicht alles, da kommt noch mehr! Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Ah, junge Dame, ich freue mich aus. Das ist unsere einzige Chance, klar? Wir verschwinden von hier. Genau wie der Doktor. Sei vernünftig, Amata. Officer Mack mag das ja gefallen, aber mit... Passen Sie auf! Keine Bewegung! Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junge Dame.
Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Ach, ist das alles? Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Von mir kriegen Sie gar nichts. Ich sterbe lieber, bevor ich die Sicherheit der Vault erneut in Gefahr bringe. Mein Gott, sind Sie ein kaltblütiger kleiner Drecksack. Ich glaube, Sie würden das tatsächlich tun. Hier, nehmen Sie sie und verlassen Sie die Vault. Sollten Sie je zurückkommen, lasse ich Sie erschießen. Keine Bewegung! Sofort! Oh Gott, du hast sie tatsächlich geöffnet!